Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Hotel-Rundgang. Wir sind in Thailand, in Patong genauer gesagt, und im Four Points bei Sheraton. Ja, auf der Insel Phuket, das vielleicht noch dazu. Ja. Und wir wollten eigentlich keinen Hotel-Rundgang machen, aber wir waren dann so überrascht von dem Hotel, positiv überrascht, dass wir gesagt haben, okay, machen wenigstens einen kurzen, schnellen Durchgang. Das Four Points bei Sheraton hier in Patong ist direkt am Beach. Also das Resort-Hotel ist direkt am Beach, am Strand besser gesagt. Ja. Aber man muss gar nicht unbedingt an den Strand gehen. Man hat hier eine riesengroße Poolanlage. Ihr könnt sie hier sehen. Man kann sogar rumschwimmen, wenn man möchte. Ja, zwar nicht ganz rund, also rund ist es nicht. Halbrund. Aber man kann zumindest im Hufeisen kann man schwimmen. Und das tut hier auch einer gerade, aber wir filmen hier jetzt mal nicht. Und es gibt Zimmer mit einem direkten Zugang zu dem Pool. So, das ist ein Standardzimmer, was ich euch jetzt zeigen werde. Und das Standardzimmer in der unteren Etage, also erste Etage, hat den charmanten Vorteil, dass man einen direkten Poolzugang hat. Das ist doch cool, oder? Also man kann also direkt vom Zimmer dann ins Wasser springen und man kann einmal rumschwimmen. Also kann morgen noch ein bisschen Sport machen, also Schwimmsport machen oder sich einfach hier auch hinsetzen, entspannen. Wobei das jetzt hier nicht unbedingt so die beste Situation ist, beste Position ist. Dafür sind ja die Liegen dann im Wasser da. Ja, das finde ich cool. Das Hotel ist ja nagelneu, erst ein paar Monate alt. Hier in Phuket und ist pünktlich zur Sandbox, hat es aufgemacht und ja, man ist quasi so mit der erste Gast hier. So fühlt man sich aus. Alles nagelneu, niegelnagelneu. Und interessant. Also es gibt die Zimmer mit Doppelbett, wie hier wieder, oder halt auch ins King-Size-Bett. Und das Badezimmer, das kennt ihr jetzt ja schon aus den vielen. Relativ klein, aber ansonsten hat man hier alles, was man benötigt. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen, gehen noch ein bisschen rum, zeige euch mal das Hotel im Ganzen und später werden wir in das Restaurant gehen, was wir vorne direkt am Eingang gesehen haben. Ja, wir schauen uns jetzt hier ein Deluxe Room an, aber Ocean View. Also hier entscheidet nochmal der Blick über die Kategorie. Es gibt 7 verschiedene Kategorien. Der Deluxe mit Balkon ist schon eine höhere Kategorie. Das hat man uns zum Beispiel automatisch als Upgrade angeboten, weil klar, es ist ein toller Blick nach draußen. Man kann aufs Meer schauen und man hat einen Balkon und kann abends draußen sitzen. Ist gut gemeint gewesen, aber wir brauchten so viel Platz, dass wir die Suite bekommen haben oder ich danach gefragt habe und ohne Probleme haben wir die auch bekommen. Ja, das der Deluxe Room mit Balkon gibt es 2 Varianten. Einmal mit Doppelbett oder mit einem King-Size-Bett. Es gibt immer eine Sitzecke dort und wie gesagt der Balkon, aber ihr könnt ja mal rausgucken, ne? So. Ja. Mit Blick über die Patong Beach. Das Badezimmer ist eigentlich überall gleich aufgebaut. Toilette, die Dusche, immer gleich groß.
und auch das Waschbecken immer gleich. Hier ist die Minibar, ne, mit Wasserkocher, Gläsern, Wasser kann man so viel haben, wie man möchte, kostenlos kann man sich auch bringen lassen. Und die Minibar ist aktuell leer, der Kühlschrank zumindest. Das, ja, ich denke aus Corona-Bedingungen. Ja, man kann jetzt aber alles bestellen hier. Das Menü ist hier oben. Das heißt, man kann sich alles aufs Zimmer bestellen. So kleine Snacks gibt es hier und auch Getränke. Aber man kann aber auch das ohne Probleme unten beim 7-Eleven kaufen. So als kleiner Tipp. Ja, gehen wir mal in eine Suite. Ja, interessant, oder? Also zuerst habe ich gedacht, es gibt nur Suiten. Es gibt ungefähr 20 Suiten hier und 600 Zimmer. Also 20 Suiten. Und drei von diesen Suiten haben tatsächlich auch ein Ocean View und einen Balkon. Die restlichen Suiten haben alle keinen Balkon, weil sie im Hauptgebäude sind. Ja, hier hat man sogar noch einen Tisch zum Essen, zum Sitzen. Dann Sofabereich, eine große Minibar. Und das Badezimmer. Und das Schlafzimmer. Ja, der Balkon geht quasi über die gesamte Strecke, also von rechts nach links rausgehen kann ich überall, machen wir gleich. Ich zeige euch aber erst nochmal, das Badezimmer ist hier nämlich dann doch größer als in den anderen Räumen. Man hat eine große Badewanne und gut, das Waschbecken ist dann gleich und eine größere Dusche. Ankleiderbereich ebenfalls, hier mit dem Safe. Und Kleiderschrank. Und hinter euch ist nochmal ein Durchgang mit einem zweiten Bad. Also noch eine zweite Toilette gibt es hier und auch einen zweiten Waschbereich. Ja, eigentlich ist es eine tolle Sache. Gucken wir nochmal schnell raus. Ist letztendlich derselbe Blick wie eben auch in Deluxe Room. Aber ich habe hier auch noch einen schönen Sitzbereich. Ja, man muss aber bedenken, man ist ja auch direkt an der Straße und die Thais rasen hier manchmal ziemlich vorbei und mit Motorrädern, also es ist recht laut hier vorne. Hinten, wir sind ja in der Suite weiter hinten, auch im sechsten Stockwerk, ist es ziemlich ruhig. Aber ist auch ein weiter Weg immer hier zum Ausgang, allerdings ein kurzer Weg zum Frühstück. Ja, wie gesagt, direkt am Strand gelegen, das Four Points, mit einer guten Security. Freundlich, aber bestimmend wird hier jeder kontrolliert, der das Hotel betreten möchte. Und ja, man fühlt sich hier schon ziemlich sicher. Genau. Ich will auch mal was sagen. Ja. Und wer unseren Vlog gesehen hat, der müsste schon online sein, hier auf Phuket, der weiß, wir haben ganz in der Laufnähe zum Four Points eine großartige Straßenküche gefunden. Lohnt sich vielleicht mal reinzuschauen. Man muss ja gar nicht im Hotel essen, man kann ja mal schön auch außer die Local Restaurants und auch Thai-Küchen besuchen. So, gucken wir mal auf das andere Pooldeck. Ja, hier ist das nicht so viel los. Hier hat man also da vorne einen kleinen Pool und hier sind auch noch ein paar Liegen. So sehen aus wie im Wasser, aber sind sie nicht. Sie sind zwischen dem Wasser ja eingebaut. Ach, das ist eine nette Atmosphäre hier mit Poolbar. Ach ja, man kann sich auch richtig gut gehen lassen. Hinter uns seht ihr übrigens die Lobby. Da gehen wir jetzt mal kurz durch. Da befindet sich dann auch ein kleines Café und natürlich auch die Rezeption. Wir sind übrigens hier in dem Innenhof sozusagen mit einer riesengroßen Poolanlage. Hier ist nochmal eher so ein Kinderbereich und für einen Four Points, ich habe es am Anfang ja gesagt, es ist ein günstiges Hotel, aber ein sehr, sehr gutes. Ein Ressort-Hotel für 40 Euro, wir haben 40 Euro bezahlt die Nacht. Mit einem Status noch besser, weil dann bekommt man entsprechend ein Upgrade in eine Suite oder auch in einen Deluxe Room mit Balkon. Ja, eigentlich das perfekte
perfekte Start für einen Thailand-Urlaub. Also habt ihr vor, am Sandbox-Projekt, das haben wir nämlich auch getan, teilzunehmen, dann würde ich sagen, fangt mit diesem Hotel an. Und wenn ihr Ideen haben wollt über andere Hotels hier auf Phuket und ja, was man hier machen kann, wie gesagt, entweder unseren Blog anschauen oder unsere bereits veröffentlichten Hotelrundgänge aus dem JW Marriott oder Naka Island. Ja, und das ist das schicke kleine Gym, aber es hat alles, was man benötigt. Gewichte, ne? Da und da. Und unsere Lieblingsgeräte sind ebenfalls da, unsere Stepper. Ja, und wenn man früh hingeht, so noch während des Frühstücks und so zwischen ja, 8, 9, ist es sogar eigentlich leer. Es war bis jetzt immer leer. Jetzt ist eine Person da, ist genug Platz da. Es gibt auch ein Maximum, also in bestimmten Bereichen darf man nur alleine sein. Also hier zum Beispiel ist nur eine Person erlaubt und insgesamt dürfen 7 Leute oder 8 Leute hier rein. Das ist okay. Ich habe ja schon gesagt, es gibt nicht ganz so viele Restaurants, aber es gibt ein richtiges Restaurant und einmal das Frühstücksrestaurant. Frühstück gehen wir nachher, aber jetzt sind wir abends im Sears & Co. Da gibt es dann, ja, Thai Food, aber eigentlich hauptsächlich Grillsachen. Also so oft gibt es auch Fleisch, Burger und solche Dinge hier zu bestellen. Und, aber wir nehmen uns heute mal eine Mischung aus. Thai Food und Western Food. Burger in Thailand. Cool, ja. Oder? Aber nach 3 Wochen Thai Food kann man auch mal wieder was anderes essen, oder? Ich glaube, die erste Pommes. Lobster Time. Und dazu Pommes. Ja, aber es ist ganz nett, muss ich sagen. Also, wie gesagt, wir haben jetzt auch schon lange Zeit hier sehr viel Thai Food gegessen. Man kann mal Abwechslung haben, aber man kann hier auch Thai Food ja bestellen. Gab es ja in verschiedenster Weise. Also, die typischen Thai Dishes gab es zur Auswahl oder halt auch Burger, Sandwiches und Pasta jetzt nicht, aber auch Fleisch, Australian Beef gab es hier, also von daher der Auswahl ist da und die Preise sind gar nicht so hoch in den Hotels und in den Restaurants hier, in den Hotels. Man denkt immer, oh, man geht bloß nicht ins Hotel, Restaurant, weil es viel zu teuer, aber das kann man hier nicht sagen, ist wirklich gut. Von daher, Auswahl ist auch da, ich bin gespannt, wie das Frühstück morgen sein wird. I like onions, ham, and tomatoes. Und das Frühstück ist tatsächlich von 6:30 bis 10:30 Uhr als Buffet. Das gibt es aktuell selten, meistens ja à la carte, aber hier kann man gut und eine große Auswahl. Ziemlich viel, ne? Ja. Ja. Ah, ja, wir sind zurück vom Essen und hatten einen wirklich entspannten Tag heute hier für den Hotelrundgang. Alles in einem Tag gemacht und von daher, es war ein schneller, kurzer, aber ich denke ein ausführlicher Hotelrundgang für euch und es, muss ich sagen, ich war sehr überrascht über das Hotel. Ja, also wir hatten, ist ja wie gesagt nicht geplant, sondern einfach so als Zwischenaufenthalt.
dann haben wir auch noch verlängert, weil es zeitlich nicht, also es hat sich nicht ausgegangen, aber ist auch egal. Und dann so eine Überraschung einerseits von allem eigentlich. Ich hätte wesentlich weniger erwartet. Und dann sowas und naja, jetzt habt ihr es auch gesehen. Wir können es nur empfehlen. Wir haben eine Straßenküche, wie gesagt, im Vlog euch gezeigt, die echt genial in Laufnähe ist. Es ist alles andere auch in Laufnähe. Der Strand, da springen wir einmal über die Straße. Ja. 7-Eleven und alles drum und dran. Ist um die Ecke. Ebenfalls. Ja. Sonnenuntergang. Kann man auch von den Zimmern mit Ocean View gut ansehen, muss man dazu sagen, was wir ja gesehen haben. Also, ja. Also besonders cool, hervorheben, ne? Muss ich das, die Pool Area, die ist wirklich toll. Also es ist klar, es ist ein neues Hotel, aber es ist schon sehr, sehr ansehnlich. Also es ist wirklich modern alles hier und toll war auch das Frühstück, das habt ihr ja gesehen. Oh ja, das Frühstück. Es ist ein Buffet, es ist nicht normal hier. Wir hatten in den letzten Hotels, die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, immer nur à la carte, was auch okay ist, aber ich finde, ein Buffet ist immer noch besser und es wechselt ja täglich. Von daher doch eine Empfehlung von uns an euch, sucht ihr nach einem günstigen Hotel für den Anfang, um in die Talentbox oder nach Thailand zu kommen, bucht das Hotel. Also es lohnt sich. Und wir haben nichts bekommen dafür, das hört sich jetzt so an, bucht das Hotel. Nein, wir haben es selber bezahlt und auch alles andere hier. Also insofern echt cool. Ich denke, wir haben euch alles gezeigt in dem Hotel. Genau. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Hotelrundgang oder Vlog oder Flight Report. Genau. Bye bye. Ciao.